Übertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ach, wisst ihr was? Spät genug. Fangen wir einfach an, oder? Jo. Auch wenn die Besetzung heute wahrscheinlich sehr mager ist, wie ich mir die Sache so vorstellen kann. Ne? Jo, coolen Dienstag, ne? Moin, moin nach Schottland, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So. Wir brauchen heute nicht allzu viel erzählen. Wer gestern Abend das Special-Webinar mitgemacht hat, der weiß ungefähr, was heute abgehen sollte. Unser Setup läuft wie am Schnürchen. Ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Oberkante. Der Ton ist okay, ne? Oberkante angelaufen, Unterkante angelaufen und genau an der Kante lang geturnt, den EMA hier gecheckt und schön mit einem Fehlausbruch die Tiefs hier nochmal ganz kurz angetestet, hier diesen Bereich. Fehlausbruch aus dem Kanal direkt wieder rein und auf geht's. Und jetzt dürfte das ganze Ding beschleunigen. Wir müssten drauf lauern. Idealerweise sollte der ganze Spaß dann endlich mal aus dem Kanal oben ausbrechen. Und dann, wenn er aus dem Kanal oben ausbricht, ist das ein Trendbeschleuniger hoch 3. Aber mehr dazu findet ihr unter ufbas.de und ich zeige euch das mal. Ich habe diesen Beitrag verschoben in die Kategorie Schulterkopf, Schulter, glaube ich. Genau. Da habe ich den Beitrag hin verschoben. Dort wird die gehandelt und dort könnt ihr die nachlesen. Wir werden es eventuell so organisieren, muss mal gucken, ob das geht. Wir werden es ja so organisieren, dass die Leute, die das Webinar gestern gebucht hatten, diesen Beitrag unter SKS auch lesen können. Ich muss gucken, ob wir die Rechte so vergeben können. Wenn das geht, dann werden wir versuchen, dass wir den Teilnehmern an dem Webinar gestern Abend diese Beiträge zur Verfügung stellen. Da haben wir ja alles erklärt. Okay, wir sind hier um EuroPro. Die Aufzeichnung. Guckt mal bitte bei euch, ob ihr unter deine Produkte das Webinar von gestern findet.
als Special Webinar oder wie man das auch nennt. Also, hier oben unter deine Produkte. Bei mir ist bloß zu viel. Guck mal, ob er hier unter deine Produkte die Geschichte findet mit dem Special Webinar. Habt ihr denn hier, Martin, hast du denn hier so einen Button Spezial Webinar oder so ähnlich? Ja, das baue ich noch um. Das Ding muss erstmal konvertieren. Jungs. Kleine Bemerkung am Rande. Ich habe gestern Nachmittag gestern Mittag bis gestern Abend das Webinar vorbereitet. Ich habe mir gestern Abend 2 Stunden Blasen an den Mund gesabbelt. Die Konvertierung dauert 3 bis 4 Stunden, bis das Video konvertiert ist. Dann brauche ich ungefähr 1 Stunde oder 2 Stunden, um es hochzuladen, bis das auf unserem FTP-Server liegt. Die ganze Geschichte kostet mich also 5, 6 Stunden. Habt ihr echt gedacht, ich mache das abends um 9? Hier ist irgendwie erzieherisch was schiefgelaufen in der Runde, oder? Ich muss da vielleicht mal irgendwie bei euren Eltern korrigieren, eingreifen. Das ist ein Hobby von mir. Fragt mal meine Frau. Gibt da so eine schöne Geschichte, wie der Mann zu seiner Schwiegermutter sagt: Liebe Schwiegermutter, hör bitte auf, dich in die Erziehung unserer Kinder einzumischen. Eins von deinen Kindern habe ich seit Jahren hier neben mir sitzen. Du hast versagt. Also, ich mache das heute fertig. Es wird hochgeladen. So, deswegen sind wir nicht hier. Gucken wir uns mal lieber EuroPro an, oder? Da habt ihr was zu tun. Also, Zielbereiche. Direkt und morgen rausmarschiert, angetestet, nochmal Schwung. Wir müssen damit rechnen, dass er die Kanten hier nochmal testet. Wir müssen leider Gottes sogar heute früh im schweren Fall damit rechnen, dass er hier nochmal runtermarschiert und diesen Fake hier den nochmal abkassiert. Auf der anderen Seite müsste man mal gucken, was hier ungefähr gedreht wurde. Solche Spitzen haben in der Regel Bestand, haben wir gestern Abend im Webinar auch erörtert. So eine Spitzen halten in der Regel recht gut. Das heißt, unser Gesamtszenario, gucken wir uns das nochmal an. Wir hatten hier die erste Bewegung aufwärts. Erste Bewegung, zweite Bewegung. Auf den Tick genau erwischt. So, da sollte er hin, hat er auch gemacht.
Und ihr habt ja alle schön aufgepasst. Bewegung 3. Wir können auch das Ding dafür benutzen. Und das dahin ziehen. Die Bewegung ist ebenfalls durch. Was müssen wir jetzt machen, um rauszukriegen, ob er nach oben weitergeht oder wann sind wir ziemlich sicher, dass er weitergeht? Ja, die Nackenlinie hat dann noch ein bisschen Zeit, so wie es aussieht. So, da haben wir das hoch. Da hätte er hinlaufen dürfen, da ist er hingelaufen. Deswegen war gestern so ziemlich klar, dass er hier oben irgendwo bremsen sollte. Er hat die Bewegung einfach alle zu Ende gemacht. 1, 2, 3. So. Hier haben wir unseren Korrekturbereich. Diesen Korrekturbereich hat er angelaufen, ist genau bis da reingelaufen. Zack, einmal kurz die Stops geholt, Umkehr. Weiter geht's. So, und jetzt müssen wir die ganze Geschichte umdrehen, ne? Jetzt haben wir hier die Abwärtsbewegung. So, und jetzt würde ich den ganz gerne mal ein bisschen bläulich einfärben. So. Jetzt haben wir noch die Wahrscheinlichkeit, wenn er diesen Bereich hier durchschießt, da so, diesen Bereich sollte er anlaufen, oberhalb von diesem Bereich sind wir ganz gut aufgestellt, da kann die ganze Nummer laufen. So, und wenn er da hochgeht, selbst dann haben wir zwei Bewegungen vor der Nase. Er kann die wiederholen. Also immer noch hier an dem Hoch, wo wir hinwollen. Auf der anderen Seite müssten wir jetzt eventuell sogar mit zwei Gegenbewegungen rechnen. Wenn wir jetzt die Bewegung umdrehen, sagen, so. Weil er hat hier im 50er gebremst. Wir gehen da runter, dann sind wir da unten an der 42. Da sind wir wieder an diesem Tief. Und haben genau an diesem Tief und hätten genau an diesem Tief die komplette Bewegung korrigiert. So kann das dann aussehen. So, diese beiden Möglichkeiten haben wir. Wir haben 1, 2, 3 Longbewegungen weg. 3 Longbewegungen ist in der Regel in der übergeordneten Zeiteinheit eine Bewegung zu Ende. Das ist in der übergeordneten Zeiteinheit eine Korrektur eintritt. Diese übergeordnete Zeiteinheit wird in zwei Gegenbewegungen korrigieren. Wenn das die erste war, könnte die zweite kommen. Korrekturbereich für die Gesamtbewegung haben wir hier. Das heißt, bis dahin darf er, ohne dass er irgendwas gefährdet. Heißt, im Klartext schreibe ich nachher auf UFAS für die, die die Position mithandeln.
Wir haben ja unsere Stops noch bei 1,0475 liegen, für die, die gesamt gestartet sind und diese SKS im Daily Chart mithandeln. Und ich erkläre nachher, wo die Stops heute hin müssen. So. Diese Kante sollte entweder ein Sprungbrett werden. Hier sollte er sich zügig absetzen nach Möglichkeit, zumal der DAX heute Morgen fällt. Den gucken wir uns aber gleich an. Der DAX Vorreiter ist, so wie er jetzt gerade abmarschiert Richtung Süden. Wenn der jetzt Vorreiter ist, sollte das hier ein Sprungbrett werden, er sollte nach oben gehen. Auf der anderen Seite erkennen wir hier was? Was sehen wir hier im Chart? Die anderen Punkte sind hier alle ganz gut. Wenn das letzte hochgefallen ist oder wenn er aus dem Kanal ausbricht, das ist aber noch zu weit hin. Was sehen wir hier noch? Na, endlich. Endlich begreifen es die Leute mal. Es könnte vielleicht eine SKS werden. Das heißt, hier drunter gehören jetzt für die, die schon long sind, der frühe Fänger vögelt den Wurm, wer da schon unterwegs ist, gehören die Stops hier drunter mit etwas Luft. Also für die Longies auch, ne, Johannes, gehe ich mal davon aus. Er longt nämlich so eine Bereiche hier sehr gerne. Wenn er hier gelongt habt, hier drunter gehört der Stop, der gehört nicht genau unter den Zielbereich diesmal, sondern mit etwas Luft. Ich würde ihn sogar hier unten irgendwo hinlegen, so auf die 90 oder so. Da würde ich meinen Stop jetzt hinpacken, weil viel tiefer sollte er nicht gehen. So. Was habe ich gesagt? Da der DAX fällt, dürfte das hier ein Sprungbrett werden und er dürfte abmarschieren. Nein, ich habe jetzt gerade keine Position gesetzt an der Kante, weil ich heute die Finger ein bisschen oder die Füße ein bisschen stillhalten werde. Ich habe auf drei, auf vier Konten noch Positionen laufen. Wir haben die Position gestern gezeigt. Wir haben auch die Performance gestern Abend in dem Webinar gezeigt. Wir handeln das auf vier insgesamt mit Christoph sogar auf fünf Live-Konten. Und damit sind wir auch ganz gut ausgelastet. Deswegen bin ich da etwas entspannt und ich gehe davon aus, dass diese Nummer jetzt relativ zügig anlaufen sollte. Über dem Tageshoch von gestern könnten wir da eventuell die vierte Bewegung kriegen. Was das ganze Bild natürlich ins Positive schieben würde, wäre sehr schön. Nicht vergessen, heute ist Meister Trump unterwegs, also ganz wichtig. Mal gucken, wann war das heute? Ihr habt doch alle nachgeguckt, ne? Und dann haben wir noch Verbrauchervertrauen und heute Abend um 22 Uhr spricht Trump vom Kongress. Wenn man seine Pläne hört, da wird einem Angst und Bange. Wenn ich höre, dass er sein Verteidigungsetat um 10% erhöhen will, mit der Aussage, wir müssen ja auch mal wieder Kriege gewinnen, dann wird mir Angst und Bange. Dann hätte ich mir keine Scheune ausbauen sollen, sondern lieber einen Bunker unter der Werra. Der gute Mann ist so ein feiner Kerl, oder? Wie hat er vor im Wahlkampf immer gesagt, er will seinen Vorgänger nacheifern. Ja, warum nicht Kennedy? War doch ein ganz lieber. Also,
Die Märkte wären heute, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir heute null Volumen im Markt, null. Dann können schon kleinere Positionen die Märkte beeinflussen. Oder die Händler platzieren sich heute und wir müssen mit einer nicht unerheblichen Vola rechnen. Ich hoffe, ihr habt mit den Positionen noch nicht übertrieben, was die Geschichte anbetrifft, diese mittelfristige Position oder die mittelfristigen Positionen, die waren. Ich hoffe, ihr habt da noch nicht übertrieben mit der Positionsgröße, weil dann könnte es eventuell nicht so gut ausgehen. Wir haben hier ein paar Kandidaten. Dazwischen, die schon obermutig an den Hoch sich einstoppen lassen, haben die Position extrem pyramidisiert und haben schon die erste auf die Nase gekriegt. So eine Nummer handelt man anders, die fängt man klein an und pyramidisiert immer so, dass man seine Stops nachziehen kann, aber nicht mehr verprügelt wird. Im schlimmsten Fall rausfliegt. Aber nicht mit Verlust, sondern wird einfach alles auf Null gestellt und dann geht es von vorne los, das Spiel. So, jetzt sollten wir mal schauen. Wenn er hier jetzt so eine SKS ausbildet, dann sollte er jetzt nochmal hier hochlaufen an die 1,06. Das heißt, die 7, 8 Punkte hoch. Wenn er die 7, 8 Punkte hochläuft, kann man die Nackenlinie da drunter packen, dann messen von da nach da, da sind wir bei der 0,3, dann sind das 11 Punkte und dann hätten wir die 11 Punkte nochmal nach unten und dann wären wir wieder da. Deswegen bei der Stop-Setzung bitte sowas berücksichtigen, vor allen Dingen im 5-Minuten-Chart schauen, wo schließt die 5-Minuten-Kerze. Aber noch ist gar nichts passiert. Da, wo er jetzt ist, da durfte er hin. Wie man sieht. Dafür ist es wichtig, sein Auge zu schulen, sowas optisch sofort zu erkennen. Darf er oder darf er nicht? Also ich habe die SKS hier in den Raum geworfen. Ich würde sie nur im 1 Minuten handeln, in 5 Minuten ist es mir einfach zu wenig, was da vorgelaufen ist. So. Um uns ein Gesamtbild zu machen, gehört hier ein View drauf. Erst wenn er da oben durch ist, wenn er diesen Bereich, die 1,0610 hier oben nachhaltig mit einem 5 Minuten Schlusskurs durchschlagen hat, können wir Luft holen. Mann, über 50 wird man immer anfälliger für Schnupfen, ne? Ah, so ein typischer Männerschnupfen. Ich werde schon mal mein Testament anpassen. Wird wahrscheinlich Zeit. Entschuldigung. Danke, Nikolaus. Ja, ich verausgabe mich manchmal, da hast du vollkommen recht, aber ich weiß, hier wohnt in Schottland einer sitzt, der mich behandelt, wenn es drauf ankommt, bei einer schönen Whisky-Tour. Die Sonne kommt hoch und wenn die Sonne hoch ist, machen wir mal das Dach auf, fahren durch den Tunnel und dann machen wir mal eine Whisky- und Schlosstour. So 2, 3 Tage, meine Frau wird happy sein. Reden wir beide mal drüber die nächsten Tage. Kleinen Augenblick mal bitte.
Mich bitte im Testament berücksichtigen, schick dir auch eine Pflegerin. Oh, Schätzelein, du, das ist so gut gemeint. So, 5-Minuten-Chart. Wir haben einen Aufwärtstrend, den wir wieder aufgenommen haben, der sich langsam hochschaukelt. Also, back to Euro Pro. Wir haben hier einen 5-Minuten-Chart. Wo befindet sich der 5-Minuten-Chart? In der Korrektur. Hat diese Korrektur eine Abwärtstrenddefinition? Ja. So, über diesem Hoch. Ihr habt ja alle so schön aufgepasst, ne? Über diesem Hoch haben wir eine Aufwärtstrenddefinition, nämlich jetzt. Und damit haben wir einen intakten Aufwärts, einen funktionierenden oder einen Aufwärtstrend in einem intakten Abwärtstrend. So, da muss ich jetzt durch. Und jetzt haben wir das, was wir vorhin anvisiert haben. Zack, guck mal da. Wenn das nicht passt. Da drunter gehören jetzt die Stops für die Longies, die hier irgendwo jetzt, ne, so welche wie Hannes, weiß gar nicht, ob Hannes hier ist, aber die, die hier diesen Ausbruch gehandelt haben, da drunter ist eine Linie und da drunter gehören jetzt die Stops. Wenn er jetzt hier oben das Hoch anläuft und er sollte hier umkehren und er greift die an und kachelt hier durch, dann müssen wir damit rechnen, dass er diese Nummer dann nach unten macht und dann sind wir hier unten im 84er Bereich und diese 12, 14 Punkte muss man ja nicht zwingend wieder zurückgeben. Also, für die, die den Ausbruch hier mithandeln, den Bruch von dem Zielbereich hier handeln oder die Euro Pro handeln hier, nämlich jetzt, wenn wir einen Rücklauf kriegen, Positionsgröße bitte anpassen, weil auch das im Auge behalten, das wäre sogar idealer Anlaufpunkt, idealer Wendepunkt für die SKS, dann könnt ihr sich in dem Kanal nach unten schaukeln. Guckt euch das bitte an, beachtet das bitte. Hier oben in dem Bereich 99ufbas.de. Geht er aus dem Kanal, den er hier angefangen hat zu bauen, das wäre noch zu früh. Das ist ja noch kein richtiger Kanal, der ist ja noch relativ kurz, aber geht er da oben raus aus dem Kanal, wirkt es wieder als Trendbeschleuniger und dann sollten wir nach oben schießen. Über der 10610 haben wir reichlich Luft. Und dann könnte er rein theoretisch nach oben explodieren. Was sehen wir hier? Wir wollen scalpen, wir wollen trainieren. Was sehen wir jetzt? Was hat er jetzt gerade gemacht? Was hat er hiermit gemacht? Genau da. Ja, ganz kurzes Spike, genau am Maximo.
Kalle, mein Testament willst du nicht wirklich haben. Ich hätte einen Kumpel zu mir gesagt, Thorsten, was würdest du machen, wenn du jetzt 3 Millionen im Lotto gewinnst? Er sagt, ich würde sofort meine Schulden bezahlen. Er sagt, und der Rest? Ja, der Rest muss warten. Ja. Da haben wir das Theater. Na ja, komm, die Unterkante würde er noch holen hier. So, bis dahin hat er noch Zeit, um die optisch schön hinzukriegen, hat er noch Zeit bis 8.36 Uhr. Ja, noch 20 Minuten hätte er Zeit, sich jetzt hier auszutoben. Mir wäre es lieber, wenn er diese Hochs hier durchnimmt, wenn er die ganzen Hochs hier nämlich schafft und den Kanalausbruch schafft, dann können die Bullen aufatmen. Und der DAX macht es eigentlich richtig. Der DAX, der fällt kräftig. Gucken wir uns den Jungen nochmal an so lange, oder? Steige ich mal ein bisschen um. Kann man es besser sehen. So. Ausschlaggebend diese Nummer. Ja. So, exakt in den Bereich gelaufen, 1, 2, dritte Mal Richtung Süden. Wenn wir das verfeinern, wissen wir, wo er Maximum hin darf. Er sollte nämlich hier oben den Bereich 11.900, 950 nicht mehr groß verletzen. Schönes Dreieck, was er hier aufbaut, wenn wir diese Nummer hier haben. Dann haben wir da auch Nummer 2 und dann sind wir da unten irgendwo bei 11.550. Das wären schon mal noch fast 300 Punkte nach unten. Von da kommt, hätten wir jetzt Luft bis dahin. Den Bereich könnt ihr euch merken. Gucken wir uns heute Nachmittag an. Klaus-Peter, ich habe hier aber ein ganz normales Bild. Alle anderen sehen auch ein ganz normales Bild. Mein Bedienpanel dürftest du gar nicht sehen. So viel dazu. Mehr will ich da jetzt gar nicht sagen. Den Rest machen wir heute Nachmittag. Gucken wir uns heute Nachmittag an, wenn wir den Dow handeln um 15.15 Uhr. Okay? Wir sind mit 10 DAX und Short. Wie ihr seht, die laufen. Ich
Ja, wir haben synthetische Order dahinter liegen. Meine Stops liegen noch über 11.950. Da oben drüber. Und da bleiben sie auch liegen. Wenn er jetzt dieses Tief durchschlägt, dann gehen meine Stops da oben drüber. So. Und da sind wir an der Unterkante. Ziel könnte hier unten die 80 sein. Aber ja, bis dahin darf er korrigieren. Also bis dahin dürfte er runterlaufen, um nichts kaputt zu machen. Dann wären wir auch nochmal an der Kanalunterkante, die er ja nochmal anlaufen könnte für alle die, die heute Nacht geschlafen haben, die heute Nacht nicht dabei waren. Da haben wir von der ganzen Bewegung genau diese Nummer hier gemacht. Im schlechtesten Fall rauscht er nochmal hier runter. Ich arbeite ja liebend gerne mit solchen Umkehrformationen. Wir werden uns ja genau mit dem Inhalt von der SKS bei Analyse 2 befassen. Vielleicht starte ich damit sogar nächste Woche mit der SKS, weil ob ich Fibonacci schaffe, fertig auszuarbeiten, glaube ich nicht. Es könnte durchaus sein, dass wir Analyse 2 mit einer SKS starten, um die mal zu erklären, damit man auch sieht, wie die funktioniert, warum die funktioniert. Es ist ja nicht nur, weil das Bild so schön ist, weil das alle machen, sondern es hat ja auch andere Hintergründe, dass die funktioniert. Eine meiner Lieblingsformationen. Und wenn wir uns nämlich diese Nummer hier im ja, Kanalunterkante zeigt wieder eine Kanaloberkante. Und wenn wir uns diese Geschichte nämlich hier mal angucken, haben wir hier einen funktionierenden Abwärtstrend. Ne? So. Und dann könnte man genau das hier ebenfalls als SKS einwerten. Hat man hier einen sehr breiten Nacken. Da. Und dann hat er jetzt diese Linie nach dem Bruch genau bestätigt. Wenn wir das ganze Ding nämlich umdrehen, zack. Und dann nach oben schieben. Und da oben drauf setzen. Ab jetzt. Dann landen wir oben bei der 6,16. Und bei der 6,16 haben wir up, genau diesen Bereich hier um 5, 6 Punkte verletzt. Wenn wir einen Schlusskurs da oben drüber kriegen, haben wir diesen Bereich hier verletzt und dann haben wir auch eine Chance, dass er weitergeht. Moin, kann ich das Webinar von gestern Abend nachbuchen? Ja, das kannst du nachbuchen. Wir werden die Analyse 1 und 2 werden wir umsetzen auf unseren. Das ist genau die richtige Spielzeuggröße. Werden wir umsetzen auf unsere Seite daxkurs.de, weil da soll ja immerhin gelernt werden. Dafür ist die da und dort werden wir auch die Webinare hinsetzen. Aber man kann sie noch nachbuchen. Aufzeichnung, wie gesagt, wird konvertiert und
wird heute, die Konvertierung ist schon fertig, ich muss es noch hochladen. Also ich schätze mal, gegen zwischen 10 und 11 findet ihr das Ding in eurem Account. So, da es hier nicht allzu viel zu sagen gibt oder wir schon alles gesagt haben, da in diesem Kanal kann es sein, dass er sich runterschaukelt. Wir haben hier eine Möglichkeit, dass er bis da runterläuft. Wir haben die zweite Möglichkeit, dass er bis da hochläuft. Also entweder Oberkante Short, Unterkante Long und das so lange, bis er in eine Richtung ausbricht. Jetzt wird es auch laut, mein Hund ist leer. Der versucht gerade hier. Der dreht gerade ein paar Runden im Block hier. Der muss den Billardtisch hier ein bisschen austesten. Also, die Werte, die heute anstehen, sind diese Kante. Passt bitte auf, auch die, die jetzt bei. Die übergeordnete SKS mithandeln, die komplett mit dabei sind. Wir sollten aufpassen, heute Abend vor der Trump-Rede sollten wir sehen, dass wir die Position wenigstens Break-Even abgesichert haben. Und dann gucken, wenn wir dann rausfliegen, dann fliegen wir eben raus, dann müssen wir sehen, dass wir uns neue Entries suchen. Ich selber. Das ist ja meistens die Frage, sicherst du deine Position auch Break-Even ab? Meine Positionen sind schon relativ groß und ich werde meine Position, die Stops für eine Teilposition ganz unten lassen und zwar für die Einstiegsorder. Als Beispiel, wenn ich mit zwei Punkten, mit zwei Lot Long gegangen bin, wir haben ja bei der 1.05.11 unten gestartet, wenn ich bei 1.05.11 unten angefangen habe, werde ich alles, was da drüber liegt, Break-Even, beziehungsweise mit einem kleinen Gewinn absichern und die beiden Lot, die ich unten bei 1.05.11 gestartet habe, bei 1.04.75 lassen. Das heißt, ich stelle alles wieder zurück auf Null, genauso wie wir gestartet sind, weil ich bin damit, bin da unten mit der gleichen Ordergröße und mit der gleichen Positionsgröße ins Risiko gegangen und dann würde ich im schlechtesten Fall alles wieder zurücksetzen auf Start. Kalle, schick mir bitte eine Mail dazu, dann schicke ich dir einen Link mit dem Formular, was du dafür brauchst. Das geht relativ schnell. Einfach eine Mail und dann schicke ich dir einen Link, dann hast du dafür ein Formular. Und jetzt seht ihr, wie schön er sich in diesem Kanal hier runterschaukelt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal kurz hier runter eiert, ist gegeben. Die Gefahr ist da, sofern man von Gefahr reden kann. So, da ich auch dieses Video noch konvertieren muss und auch dieses Video noch hochladen muss, werde ich mich jetzt verabschieden. Ich werde in 2 Stunden ungefähr die Aufzeichnung von gestern hochgeladen haben und auch diese Aufzeichnung werdet ihr in eurem Account finden. Kleiner Hinweis in eigener Sache, es haben, wie gesagt, habe ich glaube ich in der Mail am Wochenende schon geschrieben, 2, 3 Leute für die Traderwoche abgesagt, sodass noch 3 Plätze oder 4 Plätze sogar frei sind. Wenn jemand Bock hat und möchte und in einer ganz lustigen Truppe eine Woche handeln und Skilaufen will, wir werden so eine Analysen, so wie die gestern Abend gemacht haben, werden wir dort regelmäßig machen. Oder sowas, was wir heute früh gemacht haben hier, so in der Form wird es nicht mehr so oft geben, weil das geht eigentlich viel zu tief in die Materie. Wir wollen uns morgens hier um Euro pro kümmern. Aber auf der Traderwoche werden wir sehr, sehr viel davon machen, schon alleine, um die Augen und das Gehirn zu trainieren. Also wer Bock hat, kann sich gerne noch an uns wenden. 3 oder 4 Plätze sind noch frei. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Gruppe, unseren verrückten Haufen etwas verstärkt. In dem Sinne bin ich jetzt weg. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder um 15.15 Uhr. Okay? Dann bis heute Nachmittag und die, die nicht können, dann morgen früh. Euch einen schönen Tag. Bleibt sauber. Tschüss, tschüss. Moin, moin.